threat will unite them. You will lead them. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in der Gegenwart nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom, einen gleichen Draht. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Ja, an der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Kannst du jetzt weitergehen? Ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gilt. In Ordnung, Artyom. Und Sie, Khan? Habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Khan, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom, geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Einen besten. Anna? Ja, hier! Warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht! Das ist Mord! Haltet ihn fest! Sie Idiot! Sie machen den gleichen Fehler noch einmal! Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Artyom! Das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden! Verriss Khan. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Ja, anscheinend schon. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Artyom, wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Und vergiss nicht, ihn mit einem Kopfschuss zu erledigen. Wir vermuten jetzt, dass Lesnitsky ein Schläfer war. Aber wir haben noch nicht überprüft. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinger in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Frei, sei ein braves kleines Versuchskaninchen. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufbrechen. So. Übrigens, ich bin kein Kaninchen. Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Jo.
Und ich hoffe, dass die Aufnahme sehr gut läuft. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? So, da geht's los. Ich versuche, dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter angehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Taschenlampe. Bist du bereit? Dann los. Passt auf, die Türen schließen sich. Vier Stück. Ja, das werden wir brauchen. Habt ihr, mein Vater und du, nicht die Einschienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt? Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Strom ist an. Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Das hast du gut gemacht. Übrigens, ich bin immer noch kein Kaninchen. Sondern ich bin ein Soldat. Alles klar. Los geht's. In Ordnung. Die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Geh nach rechts. Links ist eine Sackgasse. Irgendwas hat sie aufgeschreckt. Pass auf! Scheiße, das Ding ist schnell. Ordentliche Reflexe, muss ich schon sagen. Tja. Klasse, die Leiter. Nur noch ein bisschen weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Oberfläche, setz deine Maske auf. So, Maske aufgesetzt. So, jetzt krabbeln wir noch die Leiter hoch. Hör auf, meinen Arsch anzuglotzen. Der ist für dich in weiter Ferne, Kaninchen. Wo sagt ihr eigentlich zu mir Kaninchen? Hilf mir hier mal! Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt sich ein großes Gebiet abdecken. Du sollst ja immun sein gegen deren Einfluss. Aber ich bin nur ein normales Mädchen, also kann ich da nicht rein. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen ja so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch wittern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuch nur im Freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir halten Funkkontakt. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge, ich kümmere mich darum. Na gut, dann viel Glück. Ja. Ich gehe mal hoch. Da wo das Nest war, brennt immer noch was. Eine tolle Sicht. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Das ist seltsam. Das könnte nach all dieser Zeit denn hier noch brennen. Na, auch ich sehe eine Bewegung. Mach dich bereit. Rechts von dir. Das sind keine Schwachen. Das sind Telepathen. Ich arbeite dran.
Will noch einer von mir was haben? Sieht so aus, als hätten wir hier ordentlich aufgeräumt. Bring es. Gut, hey, alles klar bei dir. Hey, ja, du leistest ganz gute Arbeit. Vielleicht bist du mir noch mehr als nur ein Versuchskaninchen. Da ist irgendwas am Rand des Kraters. Ein Baum verstärkt mir die Sicht. Ich glaube, ich kann ihn sehen. Etwa 30 Meter von dir auf 2 Uhr. Da ist er. Sieht klein aus, aber es ist definitiv. Was hält dich ab? Na los! Verdammt! Wie hat er das gemacht? Reise ihn von links ein. Er ist noch da. Ziele! Die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück. Gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Okay, aber wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, Leute.